Ja, moin und willkommen hier an der Ostsee in, wo bin ich denn jetzt eigentlich nochmal? Ach ja, in Howacht. Ja, heute richtiges, rotziges Wetter. Mal wieder einer der Gründe, warum ich mal wieder tagsüber fotografieren gehen kann. Und ich war so ein bisschen am Gucken nach ein paar Buhnen. Aber Buhnen so direkt finde ich jetzt hier nicht. Aber ich habe hier so diese netten paar Flöcke gefunden, die so ein bisschen von Steinen umrandet sind. Ich denke mal, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Da können wir heute sicherlich was mitmachen. Und ansonsten muss ich mal gucken, ob die Zeit nachher noch reicht, weil Sonnenuntergang ist in 2 Stunden. Da hinten ist noch eine kleine süße Seebrücke. Die ist ein bisschen um die Ecke, muss ich wahrscheinlich hinfahren. Ich nehme die auch noch mal mit. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Gescheites hinbekommen. Ich bin jetzt erstmal wieder für euch im Videomodus und gucke mal, was so machbar ist. Ja. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, wenn wir so diesen Stein hier so rechts in der Ecke belassen und die Buhne so ein bisschen ins Bild rausgehen lassen. Und das hier sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Der Nachteil ist, da hinten kommt die andere Buhne ins Bild. Das heißt, ich muss vielleicht mal ein bisschen hier so rüber und platziere den Stein so, oder wir lassen es eher so, dann wird es ein bisschen minimalistischer. Vielleicht ist das sogar die bessere Alternative. Ich denke, die Perspektive hier ist gar nicht mal schlecht. Ich werde mich jetzt mal ungefähr hier positionieren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich da eben war. Und wie ihr ja letztens in meinem Video gesehen habt, Zombie-Apokalypse. Am Wasser, wenn man im Wasser steht oder eben auf dem Strandsand, immer die dünnen Beine zuerst ausziehen. Normalerweise macht man das ja so, der Stabilität wegen macht man eher die dicken Beine. Also ist ja schon dicker, ist ja schon ein Unterschied, ne? Aber am Wasser immer die dünnen Beine ausziehen. Da läuft das nicht immer gleich hier in die Verschraubung rein und ihr habt länger was an eurem Stativ. Ihr müsst nicht ständig putzen. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir das Ganze so erstmal so einrichten. Und so sieht das ja gar nicht mal schlecht aus im Moment. So war das, so habe ich ja eben den Ausschnitt gemacht mit dem Stein, wo wir dann allerdings hier die anderen Steine schon im Hintergrund haben. Und wenn ich den Stein jetzt so ein bisschen ausschneide, dann wird das Ganze auch so ein bisschen minimalistischer. Und ich glaube, so fangen wir mal an. Vielleicht kann man das Ganze nachher noch quadratisch machen. Mal sehen. Aber so sieht das Ganze schon mal nicht schlecht aus. Ich habe mir das Ganze jetzt so mal eingerichtet. Hier seht ihr das Ganze nochmal. Also hier kommt der Sand so ein bisschen aus der rechten Ecke. Den Stein, den man da so sieht, ich schwenke da mal kurz rüber, den habe ich gerade so rausgeschnitten. Damit das Ganze doch ein bisschen minimalistischer wird. Und jetzt gucken wir mal. Ja, das Ganze kann noch ein bisschen gerader. Ja, jetzt habe ich natürlich mein Getriebeneiger nicht mehr an Bord hier. Also da weiß ich noch nicht. So, jetzt habe ich das Ganze einmal komplett falsch gedrückt hier, so 1/5 Sekunde Blende 13. Und
ich möchte jetzt doch mal so ein paar Minütchen, ne? Mal sehen, was kriegen wir denn so hin. So, dazu hole ich erstmal wieder meine App ND Kalk raus und guck dann mal, was wir denn so hinkriegen. Wir haben jetzt eben eine Fünftelsekunde gehabt. Fünftel gebe ich hier mal ein. Und mit dem ND 3.0 haben wir dann 3 Minuten 24 Sekunden. Und ich möchte auch im Moment gerade mal richtig lange belichten. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Das Histogramm sagt, ich brauche keinen GND-Filter, weil wir haben oben Rotze, unten Rotze, also kann ich mir das schenken. Also nehmen wir einfach nur mal einen 3.0er und dann sind wir da eigentlich ziemlich safe. Ja, ich glaube, das Ergebnis, da bin ich durchaus mit zufrieden. Und wenn ich das mal wieder so richtig bearbeite, so wie aus dem einen Video, wo ich mal Langzeitbelichtung an der Ostsee gemacht habe, verlinke ich euch mal hier oben. Ich glaube, dann wird da was richtig Interessantes draus. Ja, ich denke mal, ich guck mal, ob ich jetzt noch zur kleinen Seebrücke da drüben hinkomme. Da muss ich mich mal schnell beeilen und alles einpacken und rüberfahren. Stunde 11 Minuten habe ich noch. Ansonsten ist es ja eigentlich egal. Ich kann ja ein bisschen länger belichten. Kommt ja jetzt nicht drauf an. Aber wenn die Sonne halt untergegangen ist, dann gucken wir mal. Ja, sorry, falls ihr eben etwas dumpfen oder schlechteren Ton hattet. Mal sehen, ob ich das im Schnitt noch hinbekomme. Und zwar hat sich eben jemand mit mir unterhalten. Und bevor die Leute immer Fragen stellen, was haben sie denn da für ein Ding da? Das Mikrofon hier. Habe ich das mal eben abgenommen und in die Jackentasche gesteckt. Und natürlich bei der nächsten Aufnahme nicht wieder rausgeholt. Ja, so wie sich das halt gehört. Tarifzeile Zeit 15.09. bis 14.05. Cool. Kann man umsonst parken. Das sieht man ja auch selten, ne? So, da bin ich auf der Seebrücke. So sieht die ganze aus. Es ist schön rotziger Himmel, das kann man sagen. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne gehe, dass dieses linke hier, dieses Steingehäufel hier, dass das verschwindet, dann sieht das doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Sagen wir mal so hier, oder ich gehe noch weiter nach vorne. Muss ich mal gucken. Ich nehme euch mal mit nach vorne. Und hier sehe ich auch schon, da haben sie gerade noch ein bisschen was gebastelt, aber das wird vielleicht im Bild gar nicht auffallen. Weil man kann hier nämlich noch runterlaufen. Hier ist nämlich noch eine Treppe runter. Und eigentlich kann man denn hier so einmal rumlaufen. Aber das ist gerade nicht. Ne? Das geht nicht.
Und hier unten haben sie eben quasi wie so eine Europalette hier unten so hingebaut. Das sieht natürlich nicht so doll aus, aber vielleicht kann ich das Ganze so ein bisschen verstecken. Mal sehen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Da ist gar nichts. Da haben sie gar nichts gemacht. Okay. Jo, ich denke mal, wir gucken mal. Und dann wird das eigentlich auch nochmal eben so eine Langzeitbelichtung und dann Horrido. Fangen wir mal ganz oben an. Runterarbeiten können wir uns immer noch. Also sprich das Stativ kleiner machen. Und wenn ich das Stativ später sowieso weiter runter mache, nehmen wir uns ja auch den Feierabend. Ne? So, stellen wir mal das Ganze etwa so hier auf und schauen mal, was das so wird. Herrlich, mal so in aufrechter Position zu fotografieren und eigentlich, sagen wir mal so, gefällt mir das so schon mal ganz gut. Jetzt seht ihr natürlich hier in dem eingeblendeten Video gerade nur ein 16:9 Format, aber letztendlich bringt es, guck mal, es bringt ja wenig, wenn ich jetzt rein und raus zoome. Das ändert ja nicht viel an dem Bildausschnitt an sich so ein bisschen. Die Linien fahren immer gleich, nur der Brückenkopf kommt dichter. Und dann kann ich mir eigentlich aussuchen, wie ich das so mache. Und werde mal so bei 16 bis 18 mm. Dann habe ich hier vorne einmal gucken hier die Flöcke gerade so raus. Und ja, wunderbar. So ein kleiner Tipp, falls ihr das Canon RF 14 bis 35 habt, so wie ich, ihr müsst es vorne unbedingt abkleben, falls ihr damit es mit Filtern benutzt. Ist ja bei mir gang und gäbe und ich hatte das natürlich gleich pauschal gemacht, als ich es bekommen hatte, da, weil hier vorne wieder Schrift drauf ist. Das spiegelt sich immer und hatte auch schon geholfen. Allerdings, als ich denn das Zombie-Apokalypse-Video gemacht hatte und bei dem Bild auf den, bei den Steinen, hatte ich unten immer noch Spiegelungen drin. Und da hat sich herausgestellt, dass diese Stufen, die man hier drin so sieht, die sind jetzt natürlich bei mir hier abgeklebt, die spiegeln immer noch. Ich hatte nämlich immer so ein kreisrundes Muster da drin in mehreren Ebenen, also quasi mehrere konzentrische Kreise. Und da gehe ich mal von aus, dass es das gewesen ist. Und deswegen abgeklebt jetzt bis vorne an die Linse ran fast. Und denke mal, das hilft weiter. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie man so ein Objektiv abklebt, dann verlinke ich euch mal oben in der Infocard auch ein Video. Da zeige ich euch das mal, wie ich das früher mal gemacht habe und mache ich heute immer noch so mit einem kleinen Kreisschneider und einer Velourfolie und das geht wunderbar. So, dann gucken wir mal. Ich gehe mal in den M-Modus. Fokussiere mal auf die Brücke, Blende 18, Sekunden und dann rechne ich mir mal aus, was können wir denn da so machen. Dazu nehme ich wieder meine App ND Kalk 2 und guck mal bei 0,8 Sekunden mit dem, halt 0,8 Sekunden, 3 Minuten 24 Sekunden mit dem ND 2.4, den ich ja vorhin auch schon benutzt habe. Ja, ich denke mal, das reicht.
Also da muss ich sagen, dieser Schuss ist richtig gut geworden. Also ich weiß gar nicht, was ich da noch dran verbessern würde. Das Wasser ist spiegelglatt. Wahnsinn. Das Ganze, ja, es stört ein bisschen diese Europalette. Dieses Design dieser Europalette, das stört ein bisschen. Ja, mal sehen, was man da später noch machen kann. Ich habe da noch eine Idee. Und zwar habe ich mal vor einiger Zeit ein Bild von Mads-Peter Iversen, ja, schöne Grüße nach Dänemark, gesehen. Und da war er auf dieser, ich glaube, das war diese kreisrunde Seebrücke in, ich glaube, das ist Aarhus. Und da hat er fotografiert. Und da waren natürlich Leute auf der Seebrücke, die haben sich ein bisschen bewegt. Und dann hat er nur so ein paar Sekunden belichtet, so, weiß nicht, 5, 6 Sekunden. Ich glaube, ich mache das gleich mit Zeitauslöser. Gehe nach vorne, bewege mich dann so ein bisschen und dann gucken wir mal. Dazu gucke ich dann erstmal wieder in meine App ND Kalk 2 und ich will mal so 6 Sekunden belichten. Und habe jetzt gerade Blende 18 und 1,3 Sekunden. Und wenn ich da so 0,9er rauf mache, dann bin ich bei 9 Sekunden. Okay, ich kann ja die Blende ein bisschen aufmachen. 14. Beziehungsweise das Bild ist auch immer noch zu dunkel. 2 Sekunden bin ich schon ohne Blende. Weiß schon. Zwei Sekunden bei 0,9er. Ich muss die Blende weiter aufmachen. Blende 10. Ja, Blende 10. Eine Sekunde. Das ergibt 7 Sekunden. Das machen wir. Blende 10, eine Sekunde. Dann machen wir dann 7 Sekunden draus. Machen wir mal 10 Sekunden, damit ich ein bisschen Blende habe. Blende 6,3, 10 Sekunden. Und dann gucken wir uns das mal an. Dann schalte ich erstmal um. Hier oben auf Fernauslöser. Und ab geht die Post. Mir ist gerade aufgefallen, Mads-Peter Iversen hatte das anders gemacht. Da lief jemand hier vorne durchs Bild. Das könnte ich ja mal machen. 2 Sekunden. Reichen. Aber ich glaube, ich muss noch kürzer belichten. Das ist Quatsch. Obwohl, es hat was. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich mache das aber mal, ich gehe mal so 2,5 Sekunden und das sollte es gewesen sein. Kleine Experimente am Arbeitsplatz.
Der Schuss ist gut. Der ist richtig gut. Vielleicht mache ich den aber noch mal auf der anderen Seite. Damit ich das den Rettungsring nicht verdecke. Personen, die laufen an der Brücke vorbei. Jetzt wünscht man sich mal Leute und sie laufen vorbei. Ja, das ist doch mal richtig geil geworden. Also, da will ich mal sagen, da stimmt jetzt alles. Das kann man so lassen und das Ganze jetzt noch ein bisschen so in 16:9 oder noch mehr gekroppt. Ja, super. Ich denke mal, damit können wir es dann für heute belassen. Das mit dem Steg, mit der Seebrücke hat ja dann doch noch geklappt. Ja, und wann geht die Sonne denn unter? Genau jetzt. Perfekt. Perfekt getimed heute. Ich hätte erst gedacht, das klappt gar nicht mehr. Wunderbar. Ja, dann hat das Ganze ja heute endlich wunderbar geklappt. Ich hatte schon so häufig, wollte ich hierher und in Ruhe fotografieren und auch ein Video machen. Das hat ja nun endlich funktioniert. Sonst bist du immer hier drauf und es kommt immer jemand vorbei, will mal durch, hier und da. Heute nicht ein Mensch. Und das ist natürlich richtig cool. Ja, dann können wir ja mal beruhigt nach Hause fahren. Jo, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn euch das natürlich gefallen hat, dann lasst gerne hier unten ein Like da. Ja, ich werde jetzt mal meine Hühner satteln. Und dann ab nach Hause. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis. Mhm.